Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute fange ich mit meiner Schminksammlung an. Und ich habe gedacht, wir beginnen einfach mal hier so oben. Ich zeige euch mal, was ich hier so stehen habe. Diese Kommode ist übrigens von IKEA. Die gibt es aber leider nicht mehr. Ja, da seht ihr mich kurz. Das ist eben die mit den Schubladen, nicht der Tisch. Ich glaube, den Tisch gibt es noch, aber die Kommode leider nicht mehr. Was schade ist, weil sie ist einfach wunderschön. Fangen wir einfach mal hier drüben an. Ich habe hier ein paar von diesen Bath & Body Works Desinfektionsteilen. Ich habe davon einige gekauft in Amerika. Wir haben hier Sweet Pea, warum wirst du nicht scharf? Warm Vanilla Sugar und wir haben Vanilla Berry Sorbet. Ja, die habe ich hier halt einfach oben stehen. Dann habe ich hier diese wunderschöne Etagere und zwar ist die vom Flohmarkt. Die habe ich da gekauft, handgemacht. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, wie viel sie gekostet hat. Aber spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Hier oben habe ich so ein bisschen Schmuck liegen und diese tolle Creme, die ich von meiner Schwester bekommen habe. Und das hier hinten ist ein Stein aus Island und ja, den finde ich einfach schön, weil der so schön glatt ist und Erinnerungen und darum ist er hier auch. Was haben wir hier in der Schublade? Gucken wir mal. Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, okay. Wir haben hier eine Klinikprobe. Wir haben ein paar Haarspangen. Wir haben ein Lush-Produkt. Das ist die Sache hier in der Lotion Bar. Wir haben ein paar Parfümpröbchen und wir haben ein Parfum, was ich aber überhaupt nicht mag. Ja, habe ich mal geschenkt bekommen. Es gefällt mir aber leider überhaupt nicht. Dann gehen wir weiter. Ich habe hier eine Kerze, die riecht nach Erdbeer und ich liebe sie. Und ja, dann sind wir schon hier drüben. Gucken mal eben, was hier noch drin ist. Ah, ein paar Armbänder. Wir haben noch mal ein paar Pröbchen. Ja, und dann sind wir hier. Ich würde sagen, ich mache einfach mal die Sachen hier einzeln und dann starten wir beim Rest. So, hier in diesem Teil habe ich die Sachen, die ich eigentlich fast täglich benutze. Bis auf den Lippenstift. Der ist jetzt hier drin, weil ich ihn neulich benutzt habe. Aber da haben wir von Astor die Perfect Stay, das Perfect Stay Make-up. Mein Augenbrauengel. Mein Pore Minimizer. Die Mascara von Essence, die einfach hervorragend ist. Eine Lidschattenbase. Meine Augencreme. Und dann haben wir hier noch eine Wimpernzange und einen Augenbrauenstift. Ja, ich habe die Sachen eben hier, damit ich die nicht ständig wieder suchen muss. Und dieses Teil hier ist natürlich von IKEA, das kennt ihr wahrscheinlich alle. So, dann zu meinen Pinseln, die natürlich jetzt nicht gewaschen sind. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich gebe euch da einfach nur so eine kurze Übersicht. Es sind gemischte Sachen. Manche sind von Douglas, manche sind von Dior, manche sind von Ebelin. Dann habe ich natürlich auch die von Zoeva hier. Und ja, Catrice. Buntes Mischmasch. Ich habe hier noch den von Alverde, den Kabuki, den ich sehr gerne benutze. Der ist aber noch in der Hülle quasi, also wieder in der Hülle. Ich glaube, das ist recht unspektakulär. Und dann haben wir hier Stifte, bunte Stifte. Es sind einige. Ist eben auch wieder so eine Aufbewahrung von IKEA, genauso wie das, wo meine Pinsel drin sind. Das hier ist eigentlich gar kein Kajal, das ist Lidschatten. Von was ist der? Von Infinity Woman. Ich glaube, der ist von Woolworth. Bin mir gar nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir ihn gekauft habe, aber ist schon lange her und ich glaube, ich habe ihn noch nie benutzt. Das ist eben einfach so ein goldener Glitzer. Puder, Lidschatten, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und dann kommen wir zu den ganzen Kajalstiften und den größeren Stiften wie sowas. Und ich glaube, ich swatch euch die einfach mal eben. Einfach, weil ich da jetzt auch gerade Lust drauf habe. Und dann legen wir doch einfach mal los. Ich mache, glaube ich, erst die Kajalstifte, weil ich habe hier auch ein paar Eyeliner drin. Erstmal hier von Catrice, die Farbe Blue Willis, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Dann von Catrice die Farbe Dancing Green, die man unbedingt mal wieder spitzen müsste. Dann von P2 so ein IQ Eyeshadow Pen in der Farbe Inspiring Ocean. Ich weiß nicht, ob es die ganzen Sachen noch zu kaufen gibt. Das tut mir sehr leid. Aber ich habe das alles schon etwas länger zum Teil. Dann haben wir hier aus der P2 Rock It LE oder wie die hieß, die Farbe Fields of Gold.
Einfach einen schwarzen Kajal von Catrice, den brauche ich euch nicht swatchen. Dann haben wir von Catrice hier die Farbe Petrol and the Wolf. Finde ich süß. Ah, und wie ich sehe, malt er nicht mehr wirklich. Das ist ja irgendwie blöd. Das heißt, er wird aussortiert. Schade, aber weg damit. Dann habe ich von Catrice diesen in der Farbe Pearly Bird. Der auch nicht mehr malt, oder was? Catrice, du enttäuscht mich. Ja, also die beiden sind eigentlich noch nicht so alt. Die habe ich bestimmt erst vielleicht 3 Monate oder so. Und ich meine, das ist ein Stift. Wie kann das denn austrocknen? Ja, ist leider auch ausgetrocknet. Kommt weg. Keine Kaufempfehlung hier. Dann habe ich von Catrice diesen in der Farbe Blue I Know You. Sieht man einfach ein dunkles Blau. Und dann hier ganz alt. Der ist von Essence, glaube ich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, von Essence, die Farbe Green Day. Das ist einer dieser Metal-Kajalstifte. Gibt es leider auch nicht mehr. Dann von Essence aus der Hello Autumn LE die Farbe Leaves Are the New Beef. Dann habe ich hier einen von Maybelline. Und zwar ist das die Farbe Deep Purple. Ist eine schöne Farbe. Aber irgendwie kommt die auf dem Auge nicht so schön raus. Dann haben wir hier vom P2 Dramatic Green von den Impressive Gel Kajalstiften. Wie ihr seht, ich stehe auf Kajalstifte. Ich muss sagen, ich habe schon länger jetzt keine mehr getragen. Das sollte ich mal wieder anfangen. Dann habe ich von Catrice hier Too Cool for Pool. Aber ich glaube, der ist auch aus dem Sortiment gegangen. Und zwar zusammen mit diesem hier. Ich weiß noch, dass ich mir die beiden gekauft habe, weil sie reduziert waren. Dann habe ich hier von Essence Coolest Chick. Ein Lila. Ich habe von P2 auch einen Lila und das ist die Farbe Lilac. Ich glaube, die sind ziemlich ähnlich. Wenn nicht sogar gleich. Dann haben wir hier auch von P2 die Farbe Turquoise. Jetzt geht mir schon der Platz aus. Tolle Farbe. Wir haben von Manhattan aus der Liquid Metals LE Ice Ice Baby. Das ist ein Silber. Ich weiß nicht, wann ich das jemals tragen werde. Aber ich habe ihn. Dann von P2 Green Emerald. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Diese Fantastic Chrome Kajalstifte. Dann haben wir hier vom P2 die Farbe Bronze, die man leider bei mir überhaupt nicht wirklich sieht, aber ich bilde mir ein, dass es manchmal doch was zu sehen gibt. Oh wow, ich habe ihn jetzt ganz rausgedreht, der ist so gut wie leer. Wahrscheinlich, weil ich so oft versucht habe, dass er funktioniert. Ist eben so ein Bronzeton. Den kann ich vielleicht noch 3, 4 Mal benutzen und dann ist der auch leer. Ich habe vom P2 die Farbe Green. Wie ihr seht, von denen habe ich eigentlich einige von diesen Perfect Look Kajalstiften. Die sind auch gar nicht schlecht, glaube ich. Ein Grün. Dann habe ich den hier, das ist nochmal Turquoise. Ach, guckt mal, den habe ich sogar zweimal. Warum auch immer. Ich habe ihn zweimal. Dann habe ich von Too Faced hier einen Perfect Eye Waterproof Eyeliner. Der war bei einer Palette mit drin. Ich finde den sehr, sehr cremig. Ich zeige euch das mal. Also ich habe ihn jetzt aufgetragen, ja. Und seht ihr, wie der verschmiert? Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Dann habe ich hier noch von Catrice einen schwarzen Kajalstift. Ich habe von Manhattan einen weißen Kajalstift. Fragt mich nicht, warum. Ich finde ihn auch nicht so toll. Ich habe von P2 aus dieser Metallic Style ein Eye Pencil in Catwalk Style. Ist eigentlich eine schöne Farbe. Dann habe ich von NYX oder NYX Rocky Mountain Green. Ich habe davon auch Milk, aber ich weiß gerade nicht, wo er ist. Der fehlt hier irgendwie in meiner Sammlung. Ebenso habe ich Black Bean. Den habt ihr, glaube ich, schon öfter gesehen. Dann habe ich von Essence von diesen Effekt Eye Pencil Long Lasting Steel Smurf. Das ist eine Wahnsinnsfarbe. Geht ein bisschen in die Richtung hier von dem Turquoise von P2, aber intensiver. Dann von Maybelline und ein Haar. Ein Haar. Von Maybelline die Farbe
Wow. Ah ne, Couture Green. Ich habe gedacht, die heißt einfach nur Green. Ist eben dunkles Grün. Ich habe mich irgendwie jetzt gerade gekratzt, weil er nicht angespitzt war. Dann habe ich hier noch einen schwarzen Kajalstift. Und dann müssten das eigentlich schon Eyeliner sein. Jo. Ah ne, hier ist noch einer. Und zwar aus der Essence Belout LE, der Jumbo Eye Pencil. Ne, doch Jumbo Eye Pencil in I'm All Riot. Auch eine tolle Farbe. Dann habe ich hier von Kiko den super cool Eyeliner in der 111. Ich glaube, das ist so ein Grau. Ich habe schon keinen Platz mehr. Grau mit Schimmer. Den fand ich im Laden super schön, aber irgendwie kommt der auf dem Auge nicht so schön raus. Ich glaube, das muss man eher mal so als Topper oder so verwenden. Dann habe ich aus der Essence Peach Cruisers LE die Farbe Sun Fun and Copper. Und das ist eine tolle Farbe, Leute. Ich habe schon keinen Platz mehr, ne? Wunder, wunderschön, liebe ich. Ebenfalls aus der Beach Cruisers LE habe ich die türkisene Variante und das ist Keep Calm and Go to the Beach. Dann habe ich von Catrice einen Liquid Liner und zwar Go Go Bronzed. Das ist auch sowas, was bei mir einfach nicht rauskommt auf dem Auge, was sehr schade ist, weil die Farbe an sich ist sehr schön. Na. Dann habe ich hier einen von Essence. Ich weiß gar nicht, ob der noch tut. Ich glaube, das war mein erster Liquid Eyeliner und damals kam ich noch überhaupt nicht zurecht damit. Ah doch, er tut noch. Hier oben, sorry. War ich nicht im Bild. Ich bin ja eher so der Filzliner-Typ. Den hatten wir schon. Ja, dann kommen wir schon zum vorletzten. Das sieht auch nicht mehr sonderlich gut aus. Ich glaube, ich muss das aussortieren. Das ist von Essence aus der Circus Circus LE. Ich schüttel es einmal. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist eben so ein Glitzer-Eyeliner. Oh, wow, der geht noch. So schwarz mit Glitzer halt. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was ich da, warum ich den gekauft habe. Und dann habe ich noch einen Essence Metal Glam Eyeliner in Pretty Cool. Und der ist auch pretty cool. Das ist die Farbe hier. So, das war der Anfang meiner Schminksammlung. Ich zeige euch hier nochmal kurz die Swatches. Ja, Kajalstifte und Lidschattenstifte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Der nächste Teil wird um was anderes gehen, was sich unter diesem Tisch hier in der Schublade befindet. Ich kann euch ja mal eine kurze Sneak Peek geben. Und ja, bleibt am Start für den nächsten Teil. So, nur eine kurze Sneak Peek. Ja, ich weiß, es ist einiges. Man braucht natürlich nicht alles, ich weiß. Nehmt das nicht als Standard, was da alles unten in der Schublade ist. Es ist wirklich einiges und es ist viel Geld. Und gerade wenn man noch jünger ist, braucht man erst recht nicht so viel. Und ja, ich möchte auch nicht irgendwie angeben mit den Sachen, die ich habe, aber es haben sich eben öfter Leute eine Schminksammlung gewünscht, noch ein Update. Und ja, darum mache ich das. Ich werde jetzt erstmal hier das Video beenden. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Tschüss!